Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die In The Raw Box von Taya. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. In The Raw von Taya, das Ganze am 30. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist eine recht flache, quadratische Box. Wir machen mal als erstes die Folie ab, um uns das Ganze genauer anzusehen. So, am besten wahrscheinlich hier einschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wie gesagt, wir haben hier eine schwarze quadratische Box. Recht flach das Ganze, also vom Format her so eine klassische Vinylbox. Auf der Vorderseite haben wir hier die Interpretin, zumindest im Spiegel erkennen wir sie. Sieht so aus wie Maleficent, also Angelina Jolie in dieser Filmrolle da, in dieser bösen Fee. Also erinnert mich jetzt sehr stark daran. Es ist so ein Spiegel, also ein Spiegelfragment, so ein kleines Stück hier, in dem sich spiegelt. Dann lesen wir hier unten den Albumtitel In The Raw und den Namen der Interpretin Taya. Ja, die gute Dame kennt man vielleicht noch aus vergangenen Zeiten, da war sie Sängerin der Band Nightwish, aber 2005 haben die sich dann eben getrennt und seitdem ist die Dame alleine, also mehr oder weniger solo unterwegs, ohne Nightwish. Auf der Seite haben wir das Ganze auch in schwarz gehalten. Hier lesen wir dann wieder Taya In The Raw. Wobei man sagen muss, dass die Schrift, die hier verwendet wurde, ganz eigenartig ist, denn es sieht so aus, als würde hier jeweils noch ein Buchstabe nachgeschoben werden. Also sieht so ein bisschen aus nach so Spielautomaten, nach so Slotautomaten, wo die einzelnen Slots dann so sich runterdrehen. Und genauso ist das auch hier bei der Schrift. Auf der linken Seite, ups, es klappert schon, lesen wir dann auch wieder Taya In The Raw. In The Raw ist Englisch und das heißt so viel wie im Rohen, im Rohzustand, im Naturzustand. Ja, also das dazu. Und die Box ist relativ schwer. Auf der Rückseite haben wir hier eine Übersicht, was wir hier alles vorfinden werden. Also, was lesen wir hier? 2 LP plus DL. Also ich schätze mal, DL ist Download Code, also zwei Vinyls mit Download Code, exklusiv Picture Disc. Dann haben wir hier exklusive Bonus CD extra Raw, inklusive 7 Alternative Versions. Also da wurden wohl 7 Tracks noch einmal abgewandelt. Dann haben wir hier eine CD, Limited O-Card Digipack, 3 Fotokarten und 64-seitiges Fotobuch in Vinyl Size. Okay, also das ist eine Menge. Hier unten rechts haben wir dann noch einen Barcode und die Credits. Hier auf der linken Seite. Und oben haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 10 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Gastbeiträge von Björn Street, Christina Skavia und Tommy Karewik. Ja, das sind die Fremdbeiträge auf diesem Album. Das hier unten ist so aufgeklebt, also das ist hier so ein Zettelchen, das man dann natürlich auch abnehmen kann. Dann schauen wir mal in die Box. So sieht das Ganze von innen aus, also der Deckel schwarz. Dann haben wir hier einmal das Digipack. Okay, jetzt weiß ich auch, was damit gemeint war mit, wie wurde das bezeichnet, Limited O Digipack. Das sieht echt krass aus. Dann haben wir hier noch eine Bonus-CD. Dann wohl diese Fotokarten. 3 Stück an der Zahl. Dann das Buch. Und die Vinyls. Schauen wir mal, ob wir das hier genau so rausbekommen. Jawohl. Und wie wir sehen können, ist auch hier von innen schwarz. Dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. So, und nachdem hier
alles ohne Folie daherkommt. Also auf jeden Fall schon mal sehr umweltfreundlich hier, das Ganze. Werden wir direkt starten mit dem Album an sich. Und zwar mit dem Highlight der Box. Und das ist auf jeden Fall hier diese Vinyl Edition. So sieht das aus. Also, wie auch schon das Boxcover hier hauptsächlich in Schwarz und Gold gehalten. Das hier, die verwendete Farbkombination, gefällt mir richtig gut. Wir sehen hier die Interpretin, die scheinbar hier in einer Höhle steht, mit einem sehr mächtigen Kleid, mit einem schönen Gewand. Hier unten lesen wir wieder Taya und In The Raw. Auf der Seite lesen wir das auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dann wie zu erwarten wieder die Tracklist. Natürlich auch noch mit A- und B-Seite hier beschriftet. Und dann haben wir noch die Info, wer das produziert und gemixt hat. Alles klar. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Hier nochmal Aufnahmen aus der Höhle. Auf der rechten Seite auch wieder die Höhle und ein goldener Kreis. Und der ist auch wieder im Hochglanz. Das gefällt mir auch gut, diese Detailarbeit. Also auch vorne, wenn man sich das Kleid hier anschaut, das hat auch so einen Spiegel- und Hochglanzeffekt. Genauso wie hier oben dieser Balken. Also Detailarbeit ist hier auf jeden Fall am Start. Dann schauen wir mal die Vinyl an. Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Also, wir haben hier die Vinyls. Auf der Vorderseite haben wir die gute Frau nochmal abgebildet in dieser Höhle. Und auf der Rückseite gibt es dann hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wir haben hier natürlich fünf Lieder auf dieser Vinyl. Jede Menge Infos, die Songtexte, die Credits zu den einzelnen Tracks. Also hier ist wirklich alles erfasst, was man irgendwie zu den Liedern aufschreiben kann. Dann haben wir die Vinyl. Die sieht so aus. Also eine Picture-Vinyl mit der guten Dame. Sieht echt mächtig aus. Und auf der Rückseite auch nochmal. So sieht das aus. Taya Turunen. So, das Ganze ist dann hier oben wieder reinzupacken. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Die sieht dann so aus. Auch hier wieder die Interpretin in dieser Höhle. Und auf der Rückseite hier die einzelnen Infos. So, die zweite Vinyl ist natürlich auch wieder eine Picture-Vinyl. Sieht so aus. Also von den Abbildungen her auf allen vier Seiten die Frau zu sehen. Dann packen wir auch diese Vinyl wieder zurück. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Genug zu den Vinyls. Wir kommen zum Album, zur Album-CD. Und zwar sieht die so aus. Wir haben hier ein Digipack und das habe ich zuvor noch nie gesehen. Also das ist echt mal ein krasses Cover. Wir lesen hier unten wieder Taya in the Raw. Hier nichts. Rückseite ist blank schwarz. Also es ist hier wohl ein Pappschuber. Genau, also der ist hier so mit dem Kreis geöffnet. Und dann kommen wir hier zum eigentlichen Inhalt. Und zwar haben wir hier... Ach du meine Güte. Okay, also wie ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Schicht, aber scheinbar ist hier wirklich jeder Kreis einzeln so eine einzelne Ebene. Das ist echt heftig. Auf der Rückseite sieht das dann so aus. Das dürfte übrigens hier Spiegel sein. Also das ist ein ganz spezieller Stein, der hier so geschliffen ist, dass es eben eine spiegelnde Oberfläche hat. So sieht das dann aus. Okay. Also bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstehe, man kann natürlich das dann auch variieren. Man kann da irgendwie Ebenen rausnehmen oder es nach eigenem Ermessen gestalten. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier die Album-CD, das Albumcover der CD. Das sieht dann so aus. Also auch hier wieder in der Höhle mit Glitzer- und Glanzeffekten hier auf dem Kleid. Und auf der Rückseite natürlich wieder die Tracklist, das alles, was wir schon von der Vinyl Edition kennen, plus Barcode. So sieht das von innen aus. Dann kommen wir mal zum Booklet.
Also hier Fotos. Das Artwork spielt sich echt komplett in dieser Höhle ab und wir sehen auch hier wieder Schwarz und Gold, die Elemente, die hier wirklich überall präsent sind. Okay, dann wurden hier die einzelnen Lieder nochmal so durchnummeriert. The Golden Chamber Nummer 6, Nummer 7, Spirits of the Sea. Alles klar. Also, man kann echt sagen, vom Booklet her, generell von diesem ganzen Artwork, ist das schon sehr, sehr aufwendig. Auch hier, zusätzlich zu den Vinyls nochmal die gesamten Lyrics, macht ja auch Sinn. Es gibt sicher Leute, die das vielleicht so kaufen. Und nachdem wir hier hinten einen Barcode haben, gehe ich mal stark davon aus, dass es diese aufwendige Digipack-Variante auch regulär ohne die Box zu kaufen gibt. Und dann haben auch die regulären CD-Käufer dieses Digipacks die Lyrics mit dabei. Hier wieder goldene Kreise. Und auf der rechten Seite dann natürlich die Album-CD. Auch hier wieder dieses Gold und Schwarz. So sieht das aus. Also hier wird die ganze Zeit mit diesem... Und auch die CD ist in so einem leicht Gold gehalten. Hier wird die ganze Zeit mit diesem Element der Höhle, der Steine und Schwarz-Gold gespielt. Dann packen wir die CD samt dieser aufwendigen Kreisschichten wieder rein. Wenn ich es schaffe. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann kommen wir zur Bonus-CD. Die nennt sich Extra Raw. Kommt in einer Papphülle, also in einem Digi-Sleeve. Wir haben hier die 6 Tracks an der Zahl. Ja, es sind doch 7. War jetzt nur etwas verwirrt. Ja, genau. Na klar, 7 Tracks. Okay. Also hier haben wir dann verschiedene Songs nochmal abgewandelt in unterschiedlichen Varianten. Hier dann noch die Credits dazu. Dann schauen wir uns die CD an. Die sieht dann so aus. Auch hier wieder Schwarz-Gold. Dann haben wir natürlich die einzelnen Fotoaufdrucke. Die kommen im Hochformat. Wir haben hier einmal wieder Taya in der Höhle. Dann hier einmal das Albumcover, wo sie in diesen spiegelnden Stein blickt. Und dann nochmal dieses hier. Also drei Hochglanzaufdrucke hier im Hochformat. Und als letzten Teil dieser Box haben wir dann noch das Fotobuch. Wir sind jetzt schon bei fast 13 Minuten, aber ich möchte euch da trotzdem noch ein bisschen was zeigen. Also wir haben hier Aufnahmen der Interpretin natürlich auch hier wieder sehr mächtig in Szene gesetzt. Das ganze Höhle ist natürlich auch wieder mit dabei. Und so sieht das dann aus. Also 64 Seiten, das ist auch eine Ansage. Also da wurde sicher die ein oder andere Stunde, was heißt Stunde, wahrscheinlich Tage in dieser Höhle zugebracht. Alleine diese ganzen verschiedenen Kostüme und Kleider, die da anprobiert wurden. Also das ist schon beeindruckend, was man hier für einen Aufwand betrieben hat. Gut. Und jetzt schauen wir nochmal kurz, ob zum Abschluss vielleicht noch irgendwie Text oder nein. Also dieses 64-seitige Buch ist wirklich rein ein Fotoband. Sehr schön. Ja, und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet, in dieser Box. Wir haben hier einmal das 64-seitige Fotobuch, das ich euch eben gezeigt habe. Dann die Bonus-CD mit den 7 Tracks extra raw. Dann haben wir die drei Fotoaufdrucke allesamt im Hochformat. Diese drei hier. Dann die beiden Picture-Vinyls, die kommen in dieser Doppel-Vinyl, in diesem Gatefold. Und natürlich das Album im Digipack, in diesem speziellen O-Digipack mit insgesamt 10 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box
In the Raw von Taya. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Taya unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.